Hallo ihr Lieben, Kochen mit Andrea. Ich mache heute eine Giotto-Creme, ratzfatz ist die fertig und schmeckt super, super lecker. Und damit nehme ich euch damit zu. So, und wir legen auch gleich los. Ich habe jetzt 36 Kugeln Giotto. Die kommen jetzt im Mixtopf. So, und dann zwei Päckchen Vanillezucker. So, und das Ganze wird jetzt 10 Sekunden auf Stufe 8. So, und fertig ist es. Sag's euch. Guckt, so sieht's aus. Ich schiebe das jetzt noch ein bisschen nach unten und dann kommt schon die Sahne rein. So, einmal nach unten schieben. So, jetzt kommt 500 Gramm Creme fin zum Aufschlagen und das ist diese. Zweimal rein. Und ihr müsst auch die nehmen, weil mit richtiger Sahne geht das nicht. Da wird das nicht richtig steif geschlagen. So, und jetzt wird das Ganze 50 Sekunden auf Stufe 6. Und jetzt ist fertig, ich zeig's euch. So sieht's aus. Ich werde es jetzt anrichten und dann zeige ich es euch angerichtet. Guckt, so sieht es fertig angerichtet aus. Das geht jetzt in den Kühlschrank noch bis heute Mittag. Dann wird das schön kalt und dann schmeckt das richtig gut. Originalrezept verlinke ich euch wieder in der Infobox und vielleicht habt ihr ja Lust, das nachzumachen. Dann würde ich mich freuen. Und anders wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Video. Bis dann, eure Andrea. Tschüss!